Also, wir haben jetzt Mauli im Interview. Und ja, was ist Immer Ready und wer ist alles dabei? Immer Ready ist ein Künstlerkollektiv. Wir sind jetzt keine feste Anzahl an Leuten. Wir sind einfach ein Künstlerkollektiv, was eh viel Zeit im gleichen Studio verbringt. Und was deswegen jetzt so viel Output hat, der an die Öffentlichkeit muss. Und dann haben wir jetzt Immer Ready so als, weil die immer irgendeinen so Begriff wollen, so was Greifbares für eine Gruppe. Und ja, was Immer Ready sein heißt, ist glaube ich klar, so dass man jede Zeit bereit ist, weiterzumachen, so dass man jetzt nicht sich ausruht, sondern halt immer, ja. Immer arbeitet, okay. Ja. Was unterscheidet euch von allen anderen Newcomern? Dass wir die Vorschüsse nicht annehmen, glaube ich, ist die einzige Sache. Ansonsten, ja, die Musik ist halt gut. Und da gibt es nicht so viele Newcomer, wenn ich jetzt die Musik gut finde. Aber soll vorkommen. Okay, und... Gern, wenn es um gute Newcomer geht. Okay, gute Newcomer. Was ist denn so dein Favorite Newcomer, den du auch wirklich selber gerne magst? Ich lass dich kurz. Was ich überhaupt nicht leiden kann, dass Bowser, kennst du Bowser? Er kommt aus dem Raum Stuttgart. Dass er hat so gar keine Aufmerksamkeit irgendwie. Er hat eine EP rausgebracht, das hat keiner mitbekommen. Die ist so zeitlos und die ist so immer noch musikalisch wertvoll. Und schade drum. Aber er ist jetzt bei uns ein bisschen im Studio. Oder war schon für ein paar Sessions da. Und da wird auf jeden Fall einiges kommen. Und hoffentlich wird nächstes Jahr sein Jahr oder übernächstes Jahr oder weißt du was ich weiß, ja, sein Jahr wird. Aber es wird hoffentlich bald passieren. Das ist doch mal was Schönes, sich auch gegenseitig was gönnen. Ja, was würdest du selber sagen, was für dich More Real Rap ist? Ist das Motto von Off of Fame oder so? Dieses Jahr? Oder generell so? Ja, sozusagen. Steht halt immer unter dem Out for Fame, steht halt immer für Real Rap. Und deshalb die Frage. Fällt dir spontan was dazu ein? Ja, ist erstmal nichts gegen zu sagen. So, Real Rap ist ja besser, als wenn ihr jetzt irgendwer was... Also wenn, keine Ahnung, Realer Rap heißt nicht, dass es gut ist so, weil wenn man nichts kann so und man hat halt eine krasse Lebensgeschichte, dann... Ja, dann ist es ja nicht sofort ein guter Song. Und andersrum, Leute, die halt musikalisch sind, aber nichts zu sagen haben, sind auch, ja, gibt es auch wahrscheinlich mehr als genug. Deswegen, ja, more real rap. Rap mehr über Sachen, die ihr macht oder die ihr machen wollt oder keine Ahnung. Und weniger über Sachen, die ihr irgendwo in Videos gesehen habt. Das wäre doch jetzt was Cooles, was meine Freunde von mir hören wollen würden, könnten, sollten. Okay, und ganz spontan, was wäre jetzt so dein Favorite Song im Moment? Boah, ich muss kurz gucken. Oder? Mein Favorite Song im Moment. Ganz spontan. Oder fällt dir das Lied gerade nicht ein? Boah, nee, warte. Ich habe heute auf mein Handy gemacht. Was war das? Egal. Ich sag einfach. Okay, doch, von Shai Okun. Okay, dann ein riesen Dankeschön fürs Interview und ich wünsche dir alles Gute.